Wo ist die Bombe? Was soll denn mit den zwei Chaos-Roller? Jetzt hörst du halt wenigstens an, gut so fix. Das ist wirklich gut. Das wird eine tolle Single und danach könnt ihr in Ruhe am Album arbeiten. Ich sehe mir gerade einen sehr spannenden Film an, mein Lieber. Den hast du ja schon 100 Mal gesehen. Hans! Ich verlange jetzt von dir, dass du dir das Tape anhörst. Wie sollen zwei abgehalfterte Kinderstars, die zwar einen Chor trällern können wie die Engel, verstehen, wie der Falco die Welt sieht und dann auch noch drüber schreiben? Hm? Auf jeden Fall ist es wahrscheinlicher, als dass du einfach so 15 großartige Songs aus dem Boden stampfst. Und jetzt tu das Band mal! Horst, ich habe jetzt noch genau eine letzte Chance. Entweder meine nächste Single wird ein Wahnsinn oder ich bleibe für den Rest meines Lebens ein One-Hit-Wonder. Verstehe daher bitte meine Zurückhaltung. Hans, wenn wir mit den Bollerns zusammenarbeiten, hole ich dir einen Riesenvorschuss bei der Plattenfirma raus. Das verspreche ich dir. Wie heißt die Nummer? To the top. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Zwar in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden an der Trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, Captain Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, cause er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, Captain Rock Me Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus. Hey! Es war 1780 und es war in Wien. Da passt mal die Animoli-Banken gegen ihn. Oh, hört schon die Karten, da wo jeder Bande kam. Er war ein Mann, der Frauen, Frauen liebten seinen Park. Er war Superstar, er war so populär. Er war so exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky. Und alles ist doch halt, come and rock me. Amadeus, 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 Amadeus,